So, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu... Oh, da ist ein Rucksack. Zurück zu Spider-Man. Ich habe gerade gesehen, dass hier unten noch ein kleiner... Aha, Rucksack ist. Komm schon. Und da ist auch noch direkt ein Überfall. Das hole ich mir. Den kaufe ich mir. Ich hole den Rucksack gleich. Erstmal... Zack. Ist hier so, der Moshpit? Jetzt reicht's. Super. Yeah, los, komm schon. Diesmal versuchen wir mal ein bisschen kein Leben zu verlieren, wollte ich sagen. Toll. Naja, okay. Wir halten es ein bisschen in Grenzen. So, komm schon. Ich hab dich wieder hingestellt. Breakdance. Nein. Das tun wir nicht. Waren das alle? Nein, der will aufstehen. Der will aufstehen. Komm her. Oh, verprügelt zu werden macht keinen Spaß? Tja, dann denk mal drüber nach. Danke. Es geht mir gut. Prügel. Nein, natürlich nicht. So, jetzt Rucksack. Der war hier oben. So. Ja. Na, wo war denn der? War da oben. Ach, um Gottes Willen. Ach, komm schon. Hier, der muss hier irgendwo sein. Ah, hier, da. Blume von der Pomfire. Meine Abschlussballblume ging im Kampf mit Fisk kaputt. Symbolisiert ein bisschen mein Glück in der Liebe. Aha. Ich will mir dann irgendwann die anderen auch noch schnell anhören. So. Jupp. Lasst euch nicht stören. Schöne Party noch. Komm schon. Da unten müssen wir hin. Landung. Voilà. Alle Einheiten. Nach schwerem Autounfall Unterstützung. Bitte unverzüglich nach Chelsea. Wo denn? Oh Gott, ich muss da noch schnell hin. Fahrerflucht. Fahrerflucht rettet die Zivilisten. Okay. Der Unfall sieht schlimm aus. Hoffentlich ist niemand verletzt. Oh, Spidey kann ja schwimmen. Warte, Entschuldigung, ich bin übers Ziel hinausgeschossen. So, und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Warten Sie! So, komm raus. Eins von zwei. Das heißt, hier wird wahrscheinlich nur einer sein. Nein? Hallo? Hilf mir! Bitte! Jemand steckt unter dem Auto fest. Beeilung! Was wo denn? Ah, hier. Ah, da, hi. Warte. Ja, los. Noch ein bisschen. Krabbel weg, los. Wie eine Spinne. Ja. Das waren alle. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Und den Typ haben wir nicht angefangen? Ich bin gerettet. Vielen Dank. Okay. Na dann. Gut aus, Spidey. Yes, sir. So. Yes, sir. Oh. Aha, Vorsicht. So, jetzt aber hier hin. Oh, warte, hier ist noch ein Rucksack. Wo ist denn der? Da. Ich sehe ihn. Oh, huh. Yes, sir. Das war Absicht. Ja, hallo? Yes, ich steck fest. Ah, hier oben. Ach so. Ich dachte schon, wie soll ich denn da an die Decke kommen? Klassischer Netzschießer. Hey, meine Mark One Netzschießer. Ich habe die Speicherkapazität seit damals stark verbessern können, aber das Design ist das gleiche. Geil.
ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie mit der, hier, ich bin Spider-Man, brauche aber Netzschießer für, nicht so ganz anfreunden, weil, ja, ist das Spider-Man-Folge, die ich sah, da hatte Spidey halt einfach hier diese Düsen und konnte immer Netze schießen. Immer und überall und zu jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, das ist für mich so ein bisschen, dass ich glaube erst so ein paar Jahre später bin ich dann drüber gestolpert, dass da doch ein Spider-Man ist, der halt so ein Gadget braucht, damit er Netze schießen kann. Ja, soll vorkommen. Ah, warte. Ich muss da. Hallo. Piep, 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 piep. Ich bin Spider-Man. Ich meine natürlich Peter Parker. Ich bin Peter Parker. Ich hab. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Hier können wir auch noch was machen. Was können wir denn hier noch machen? Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Ja, sonst macht er wieder Mist damit. Und dann haben wir wieder den Salat. Verfügbar, verfügbar. Oh, das ist alles verfügbar. Diese Station ermöglicht dir, an Stromkreisprojekten zu arbeiten. Erhalte EP und andere Belohnungen, wenn du Projekte abschließt. Mit deinem Fortschritt im Spiel werden weitere Stromkreisprojekte freigeschaltet. Cool. Okay, wird jetzt vielleicht Doc ein bisschen öde. Die Granularität des Aktuators verbessern. Aber das machen wir jetzt doch mal ein bisschen hier. Nein, das ist... Das ist falsch. Da muss der hin. So, dann den und den. So. Sehr schön. Ganz glatte Reaktion. Jedes Mal 200 Erfahrungspunkte. Kann man die Greifkraft einstellen. So. 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 Und. Ja, die sind jetzt natürlich nicht so schwer. Schon besser. Das ist natürlich keine Knochenbrüche bei einer Interessant. Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. Ist natürlich jetzt nicht so schwer und wahrscheinlich auch nicht so spannend, jedoch es macht doch Laune. So. Und das habe ich mir schon beinahe gedacht, dass ich das dann so machen muss. So. So. So und huch, so. Yay. Das läuft total. Sehr cool. Arme bekommen dadurch ein Gespür für ihre Umgebung. Gut für das Körperbewusstsein. Aber ob das so gut ist für uns? Das Gyroskop muss auf automatisch stehen. So, dann brauchen wir hier... Wie viel brauchen wir? Eins wird abgezogen. Das heißt, wir machen hier ein +2er rein. Oh, das... Oh. So, Verzeihung. So. Und +1. So, aber den richtigen Weg, bitte. Das ist der Nami, wenn er... Nein, warte. Das ist der Nami, wenn er was bauen will und einfach nichts hinkriegt. So. Können wir das nehmen? Das passt. Wenn ich jetzt hier einmal runtergehen würde, das könnte ich... Dann eine gerade nehme. Suchen das mal. So, hier nach unten. Dann brauchen wir nochmal so eine, um das in die richtige Bahn zu lenken. So, dann können wir hier eine gerade nehmen. Hier können wir dann nochmal so eine nehmen. Ich weiß, es ist zu viel Saft. Das ist aber gerade nicht so schlimm. Können wir den hier nehmen. Den hier nehmen. Und es läuft. Und es läuft von selbst. Ja, geil. Fertig. Jetzt können Träger der Prothese... Doc versucht, den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern.
Oh, wir brauchen 8. So, wir sind auf minus 2. So, dann machen wir hier plus 5. So. Minus 1. Oh, warte mal. Nein, bin ich doof? Warum gehe ich denn hier den ganzen Weg lang? Wir machen das hier einfach so. Zack, ein plus 5 und ein plus 4. Läuft. Da bin ich doof. Nein, plus 7. Muss ich den ändern hier auf minus 1. Läuft. Das war jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller, aber noch nicht schwer. Viel effizienter und vermutlich sicherer. Bonus für vollständigen Abschluss. Okay. Mikrokabelkalibrierung. Okay, so, da müssen wir erstmal noch ein bisschen weiterkommen im Spiel, damit wir dann hier auch wieder ein bisschen weitermachen können. Würde mich sehr freuen, wenn ich hier alles einfach so machen könnte, dürfte, weil das macht doch sehr Spaß. Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Aha. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker. Aha. Ich wollte gerade ein maßgefertigtes Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenwarengeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Bang! Aktuator-Problem gelöst. Der Junge ist ein Genie. Oh, danke. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Ja, das gehört zum Genie dazu. Es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich hab sie enttäuscht, Doc. Das gehört zum Genie-Sein dazu. Man muss halt irgendwo Einsparungen treffen. Einsparungen? Was haben wir hier Peter, noch? Ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Bitte was? Natürlich, ich weiß, aber... Ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Ich weiß es nicht. Gibt es einen, Herr Doktor, Doktor? Wo konnte ich denn vorher nicht noch... Aha, nee, das hat vielleicht nur so ausgesehen. Na, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich dachte, ich konnte da eigentlich auch noch was tun. Hier kann man auf jeden Fall noch was hören. Die Prüfung des Zuschusses war ein Debakel, ja. Aber vielleicht hat sie mich auch inspiriert. Wir müssen die Erwartungen der Kommission nicht nur erfüllen. Wir müssen sie übertreffen. Das alles? Mehr haben Sie nicht zu sagen, Herr Doktor, Doktor Octavius, Doktor. Was haben wir hier? Ah, hier können wir den Arm wieder bewegen. Das macht aber gerade nur wenig Spaß. Ist das da hinten ein Schachbrett? Spielen die in der Pause immer Schach zusammen, oder wie? Jetzt können wir nochmal gucken. Nein, hier können wir auf jeden Fall doch nichts tun. Das sah nur so aus von Weitem. Schade. Gut, dann Anzugreparatur. Geil, läuft. Parker. Dr. Octavius, ich, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Sie sind's. Oh Mist. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Lass doch was vom Essen da. Das sieht nach viel aus. Du kannst doch das nicht alles allein essen.
Entschuldigung. Lesen Sie Ihre E-Mails. Auch gleich nach dem Aufstehen, das gibt doch Kopfschmerzen. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Nein, hallo, der Doc doch mein nicht. Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Ach, schön. Weil wir so beide grinsen hier. Doc hat viele große Durchbrüche gehabt, stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. Gut. Haben wir das auch? Haben wir alles geguckt hier? Ja, okay. Dann schauen wir doch jetzt mal. Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Weiße Spinne, Was ist denn das, weiße Spinne? Kann ich das lesen? Hallo? Jetzt kannst du deine Marken einsetzen, um Verbesserungen für den Anzug herzustellen. Oh, weiße Spinne. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten in der Stadt ab, um Marken zu verdienen. Halte innen gedrückt, um den verbesserten Anzug herzustellen. Halte Ü gedrückt, um den verbesserten Anzug... Aha, ich muss gedrückt halten. Oh, weiße Spinne. Cool. Neuer Anzug und Anzugkraft freigeschaltet. Anzugkraft... Oh, das wollte ich eigentlich... Oh, verdammt. Nutze das Anzugskraftmenü, um eine beliebige vorherige freigeschaltete Anzugskraft zu wechseln. Was? Anzüge können auch mit Anzug-Mods verbessert werden. Hier kannst du Anzug-Mods freischalten und ausrüsten. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten ab, um Anzüge, Anzugkräfte und Anzugs-Mods freizuschalten. Benutze Marken, um Anzug-Mods herzustellen. Anzug-Mods erhöhen deine Vielseitigkeit und verbessern Angriffen und Verteidigung. Du kannst 3 Anzug-Mods gleichzeitig ausrüsten, um Bonuseffekte zu stapeln. Das müsste gehen. Ich habe noch gar nichts gemacht. Hallo? Was ist denn jetzt los? Ey! Ich wollte doch noch gucken, da waren doch noch andere Anzüge und so. Ah. Oh. Sorry, bin spät dran. Ich komme. Siehst du das, Spidey? Hallo, New York! Neuer Anzug, altes Ich. So, wow. Hopp. So, erstmal warten. Erstmal Stopp. Jetzt einfach Stopp hier, ja? Wo bin ich denn? Auf dem Weg zu einem Rucksack. So, machen wir das doch hier. So, direkt so. Ich wollte eigentlich die anderen Anzüge noch... Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Ich dachte, mit Netzschwingen liefert man Pizzas schneller aus. Und das ist auch so. Schnell und zerquetscht. Cool, wir haben da echt viele Sachen gefunden schon. 10 von 55, seit schon bald haben wir sozusagen ein Fünftel davon eingesammelt. Ist doch nicht so viel. Jetzt hat es hier aber noch einen weiteren Rucksack gehabt. Genau, wir gehen jetzt einfach die Rucksackpassage durch. Um zum Ziel zu gelangen.
gucken wir uns halt die Anzüge dann anders mal schnell an. Jop. Zack. Und komm schon. Hopp. Und hoch. Yes, sir. Na, wo ist er denn? Meine treuen Zuhörer, Bürstenköpfe nennen sie sich, warum auch immer, erinnern sich an meine Warnung bezüglich dieses Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Tja, es läuft nicht. Warum, fragen sie? Weil jemand zu Sinnen gekommen ist? Warte mal kurz. Und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser inkompetenten Bürohengste öfter abstürzt als eine betrunkene Brieftaube. Also wurde uns... Gute Nacht! Oh nein, jetzt hab ich... Stehen bleiben! Jameson unterbrochen hier. Hep. Oh, sag mal. Abtauchen muss. War das so richtig? Na, wie mache ich denn den nochmal? Hm? Na. Das war ein Abtauchmove. Das war, glaube ich, ein Abtauchmove. Komm her. Sind das Abtauchmoves? Und tschüss. Oh, fühl dich abgetaucht. Oh, nichts macht mehr Spaß, als einen illegalen Drogendeal auffliegen zu lassen. Die Polizei kommt, also bin ich weg. Das sind keine Drogen, das ist Backmehl. Oh, verdammt, wir haben einen Fehler gemacht, Spidey. Spidey! Sind wir jetzt hier hin? Ja, das geht. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Yes, sir. Komm schon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Komm schon. Pop. Zack. Und hier. Achtung, alle Einheiten. Wir verfolgen ein Fahrzeug. Bitte in die Bowery. Ah, ja, kommen wir gleich, kommen wir gleich. Ein Besucherausweis von Oscorp, als ich mich vorgestellt habe. Die hätten gut bezahlt, aber bei Dr. Octavius hatte ich die Chance, wirklich etwas zu bewegen. Mhm. So, und da wir jetzt hier noch gleich drin sind, da gab es irgendwo... Ah, da hier. Rechts von uns. Die kaufen wir uns. Yay. So, komm schon. Entschuldigung, ich muss mal eben... Achso, das ist ein Auto. Darum ist, dachte ich schon, warum entfernt sich das Dingens denn? Die Irren bringen mit dem Fahrstil noch alle um. Komm schon. Jetzt aber. Oh, bitte, die Hupe spielt Dixie, ja? Zack, zack und tschüss. So, nächste bitte. Lang nicht gesehen. So, hier, zack und ciao und raus. Oh, so. Ich habe mich gerade geheilt. So, hallo. Ob ich das jemals hinkriegen werde? Ich glaube nein. Mehr Verbrecher? Das wird ein Internet-Hit. Was wo denn? Ah, hier. Tja, das... Hoppa. Komm her, komm. Zack, zack, ciao. Tschüss. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gibt sowieso schon zu viele irre Raser hier. Yay. So, zack, zack. Jetzt wollte ich doch aber... Irgendwo war doch noch... Oder habe ich jetzt den schon? Muss ich mal eben schnell gucken. Habe ich da einen Rucksack? Den Rucksack habe ich schon. So. Dann ist das Gebiet geklärt hier. Geil! Komm. Ja. So, zack.
Ja, wir sind da. Juri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet auch ständig was. Was ist das? Mit den Plänen von Otto kannst du jetzt das Aufprallnetz herstellen. Das ist ein Aufprallnetz. Aufprallnetz. Hätte um Aufprallnetz herzustellen. Was ist das? Mal schnell gucken. Okay. So, haben wir gebaut. Schalte neue Geräte mit Marken frei oder mit Teilen, die du in Mission findest. Du kannst die einzelnen Geräte mit Marken verbessern. Verdiene Marken, indem du Nebenmissionen und Aktivitäten in der ganzen Stadt abschließt. Was kann ich denn hierfür machen? Oh, geil. Yay! Trophäe erhalten. Die Wissenschaft-League. Gerätschusskapazität erhöht die maximale Schüsse für dieses Gerät um 1. Ah, da brauche ich noch ein paar Wahrzeichenmarken. Hier, kann ich hier noch was? Oh ja, Tatsache. Das geht auch noch. Da brauche ich jetzt auch ein Wahrzeichenmarken. Okay. Netzschießer-Munition wird schnell aufgefüllt. Erhöht die maximale Netzschießer-Schüsse. Netzscheißer-Schüsse. um 2. Wow. Cool. Das könnte funktionieren. Ja, sind wir doch gleich richtig flott unterwegs. Ich nicht lesen. Halte L1 gedrückt. Hab die Brille vergessen. So. Feuer mit R1. Netz. Zack. Unglaublich. Doc wäre stolz. Na, geil. Ich glaube, dass Spider-Man hat. Ist noch nicht aller Tage an. Ich weiß, aber ich erinnere mich. Die hat mich jetzt beinahe gesehen. So. Wie kann ich mich denn hinsetzen? Zack. Zack. Nein. Warte. Warte. Nein, nein. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe jetzt. Oh. Da war mal dieser Typ, der auf dem Weg zu einer Lieferung an einer Bar angehalten hat. Das war sein. Okay, warte. Da waren doch noch mehr. Wir werden gut bezahlt, weil wir liefern. Immer pünktlich. Verstanden? Und zack. Aha, das war Spider-Man, aber ihr wisst nicht, wo ich bin. Haha. Warte mal, komme ich da hoch? Ich kann nicht auf den Ach, warte. So? Aha. Okay, die patrouillieren jetzt hier. Aber das ist mir so ziemlich egal. Weil Peck. Nein, jetzt haben sie mich gesehen, oder wie? Oh, toll. Alles für die Katz. Hm. Na los. Holt mich doch. Wenn ihr euch traut. Kommt ihr hoch? Soll ich runterkommen? Ah, Nüsse. Bitte, Gegner an die Wände. Zack. Oho. So, warte, ich komme runter. Ballerina, komm runter. Justa. Auf ihn. So, zack, zack, komm schon, das muss schneller gehen. Yes. Oh, der hat ein Gewehr, der hat ein Gewehr. Au, ich habe einen geklatscht gekriegt. Sag mal, spielst du? Nein, geh weg. Er spinnt mich ein. Jupp. Man könnte meinen, die Spinne, ha? Huh? So, was haben wir denn? 3 von 5. Wie soll ich denn so viele Finisher ausführen? Warte, ich muss mir eben heilen. Er hat Davy. Ab. Spider-Man, zeig dir, mit wem er es zu tun hat. Aua.
Nein! Oh. So, komm. Zack. Alle runter! So. So, den haben wir auch, den haben wir auch, den haben wir auch. Noch mehr von denen. Du willst Aua. Mehr? Nein. Spider-Man, oh, wir haben nein. vier illegale Waffenhändler im Radius von drei Blocks um die Baustelle verhaftet. Ja, Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Hoppa. Zehn Finisher. Moment, wartet. Ah, nein, ich wollte noch gucken, wie Finisher gehen. Ich weiß doch nie mehr, wie ich einen Finisher mache. Da muss ich wahrscheinlich meine Combo. Ich glaube, ich mag mich zu erinnern, dass ich da meine Combo ganz hoch schalten muss. Und wie ich mich jetzt erinnere, sehe ich gerade, dass die Zeit schon um ist. Darum, ich mache mal schnell aus dem Acker. So, wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut hier rein. Ich bin jetzt raus. Bis dann. Tschüss.